Sie gelten als schriftlose Hochkultur, die Kelten. Sie siedelten in der Eisenzeit im heutigen Baden-Württemberg und weit darüber hinaus. Die Kelten waren gut mit dem Mittelmeerraum vernetzt und bauten Städte, die als Oppidum bezeichnet werden. Dort, wo heute die Region Neckaralb auf die Region Stuttgart trifft, auf dem Gebiet der heutigen Gemeinden Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben, lag das größte keltische Oppidum auf dem europäischen Kontinent, die Elsachstadt, heute auch als Heidengraben bekannt. Um diese für Besucher erlebbar zu machen, sollen hier ein Informationszentrum und ein Aussichtsturm entstehen. Am Donnerstag war Spatenstich. Der Heidengraben auf der Albhochfläche. Dass hier in der Eisenzeit ein großes religiöses, politisches und wirtschaftliches Zentrum lag, davon künden nur spärliche Überreste, wie hier ein rekonstruiertes Zangentor bei Erkenbrechtsweiler, Grabhügel am Burrenhof und Überreste des Befestigungswalls. Die Kelten haben halt leider sehr vergängliche Baustoffe gehabt, nur meistens mit Holz gebaut, das ist weg, Rom mit Stein, deswegen steht da noch was. Und da wollen wir einfach drüber informieren, alle, die da drin interessiert sind. Deshalb sollen hier, wo die Gemarkungen der drei Heidengrabengemeinden aufeinandertreffen, das Heidengrabenzentrum und ein Aussichtsturm entstehen. Zusammen mit dem bereits bestehenden Keltenerlebnispfad sollen sie die Welt der Kelten für Touristen und Geschichtsbegeisterte anschaulich machen. Wer waren die Leute? Wie haben sie gelebt? Mit wem haben sie Handel getrieben? Wie hat die Landwirtschaft ausgesehen? Wie war die Verknüpfung in die Umgebung? Das sind alles Themen, die man darstellen möchte. Und das wird die Ausstellungsplanung, die jetzt auch erarbeitet wird, parallel. Steht ja drin, wer es macht. Und wir werden das parallel jetzt entwickeln und werden das auch natürlich mit unserem Verwaltungsrat begleiten. Pläne für ein Heidengrabenzentrum gibt es schon seit 14 Jahren. Doch mit der Keltenkonzeption des Landes Baden-Württemberg hatten die Planungen an Fahrt aufgenommen. Staatssekretärin Petra Olschowski ist im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für diese Keltenkonzeption zuständig. Für sie gehört der Heidengraben neben der Heuneburg und dem Keltengrab bei Hochdorf zu den herausragenden Keltenorten im Land. Es ist jetzt das erste Projekt, das richtig auf den Weg gebracht wird innerhalb der Keltenkonzeption. Es geht uns darum, die unterschiedlichen Keltenstätten in Baden-Württemberg für das Publikum erlebbar zu machen und besser sichtbar zu machen. Und da ist der Heidengraben aufgrund seiner Einzigartigkeit als großes Oppidum ganz, ganz wichtig. Die Zahl der Akteure, die am Spatenstich beteiligt waren, war groß und reichte von der Gemeinde bis zur Bundesebene. Das Land unterstützt das Projekt mit 1,75 Millionen Euro, der Bund mit 2 Millionen Euro. Insgesamt kostet das Heidengrabenzentrum 4,9 Millionen Euro. Wir sind hier ja an der Grenze vom Landkreis Esslingen zum Landkreis Reutlingen. Der Regierungsbezirk Stuttgart grenzt an den Regierungsbezirk Tübingen. Und das ist dann einfach auch der Job des Fraktionsvorsitzenden der größten Landtagsfraktion, alle an einen Tisch zu holen. Wer das neue Heidengrabenzentrum besuchen will, braucht noch ein wenig Geduld. Bis Frühjahr oder Sommer 2024 soll das Gebäude fertig sein.